und als nächste Rednerin zu Wort gemeldet ist NEOS-Abgeordnete Henrike Brandstätter. Liebe Österreicherinnen und Österreicher, ohne Moos nichts los. Und das gilt ganz vor allem für die Event- und Veranstaltungsbranche, eine Branche, die dann doch mit ihren Zulieferern einen Umsatz von rund 9 Milliarden Euro pro Jahr erwirtschaftet und 3,3% zum BIP beiträgt. Das ist eine Branche, die 140.000 Menschen beschäftigt. Und diese Branche ist unsichtbar. Das ist ja eigentlich auch ihr Zweck, weil ja das Publikum und die Gäste genau die Tontechniker, die Lichtler, die Bühnenbauer nicht sehen sollen. Ja? Zu einem besseren Verständnis, das Frequency Festival, das dauert 3 Tage. Die Branche selber, die Technikerinnen und Techniker, arbeiten 11 Monate am Konzept und bauen 12 Tage auf und ab. Das Problem ist aber, dass die Branche für die Regierung auch unsichtbar ist, ja? Weil anders kann man sich die immer noch verkorksten Hilfsmaßnahmen einfach nicht erklären. Es wird heuer keine Weihnachtsfeier geben, es wird keine Modenschauen geben, es wird keine Kongresse geben, es wird auch keine Festivals geben und es wird aller Voraussicht nach auch keine Ballsaison geben Anfang nächsten Jahres. Und das bedeutet, dass die Eventbranche und die Veranstaltungstechnik frühestens in einem Jahr wieder anfangen kann zu arbeiten, und da sind die meisten dann schon in die Pleite geschlittert. Gerade gestern ist der Bühnenbauer ATC in Konkurs gegangen. 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ebenfalls betroffen. Und die kruden Hilfsmaßnahmen der Regierung, die befeuern diesen Vorgang auch noch. Und deshalb schlagen wir auch für die Event- und Veranstaltungstechnik eine Freeze-Lösung vor. Das bedeutet, dass alle Zahlungen für 365 Tage eingefroren werden. Laufende Kredite werden erst in einem Jahr fällig. Sonstige Zahlungen wie Lagermieten etc. werden vom Staat übernommen. Also wenn Sie, liebe ÖVP und Grüne, nicht noch für tausende weitere Konkurse und Arbeitslose verantwortlich sein wollen, dann bitten wir Sie doch darum, unseren Vorschlag aufzugreifen. Vielen Dank. Henrike Brandstätter von den NEOS schlägt eine Freeze-Lösung für die Event- und Veranstaltungstechnik vor.